Ja, danke schön für die freundliche Anmoderation. Schön, dass Sie da sind. Endlich mal wieder eine Präsenzveranstaltung. Natürlich kann ich einen Dr. Polheit nicht outperformen, aber wenn die, wo hinten stehen, alle noch auf die Plätze kommen, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ich muss sagen, einige waren ja schon auf unserem Stand. Auch schön, dass Sie da sind. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Seibold. Ich bin Geschäftsführer der Axino Investment GmbH und der Axino Media GmbH. Ja, was mache ich eigentlich? Sie sehen hier, es geht natürlich auch bei uns um das Minenbusiness, den Bergbau. Ich sage auch, ohne Bergbau funktioniert nichts auf unserer Welt. Das haben ganz viele Menschen eigentlich vergessen. Auch die junge Generation, die kaufen Handys, die kaufen E-Scooter und was weiß ich alles. Aber die wissen nicht, wo kommen eigentlich die Mineralien, wo kommen eigentlich die Rohstoffe und die Metalle her. Ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick geben heute über was wir machen, was ich verbinde, wo meine Expertise ist. Und wir starten mit dem Vortrag. Als These möchte ich hier gleich mal in den Raum werfen, nur wer seine Finanzen selbst in die Hand nimmt und über das richtige Netzwerk verfügt, der kann langfristig erfolgreich sein. Das ist jetzt kein Blabla-Statement von mir, sondern wirklich auch von mir gelebt. Seit 35 Jahren investiere ich nämlich in Rohstoffunternehmen und habe auch ein globales Netzwerk. Von dem können Sie profitieren. Wir haben sehr viel Erfahrung und das teilen wir mit unseren Investoren. Sie sehen hier auch ein paar Bilder, da sehe ich schon ein bisschen jünger aus. Auch ein paar sehr prominente Herren aus dem Bergbau-Business. In der Mitte Frank Holmes, der verwaltet 4 Milliarden Dollar in USA als Asset Manager. Oder dann rechts neben ihm dem Robert Friedland, seinesgleichen Milliardär, hat schon ganz große Minen gebaut. Speziell auch im Kupfer. Ja, was können Sie von meinem Vortrag erwarten? Natürlich meine Expertise, meine Investmenterfahrung, aber auch, wie investiert man in diesen Bergbausektor, in diese Bergbaugesellschaft, die Minengesellschaft. Da gibt es ja große, kleine, Kanadier, Australier und da habe ich Expertise, da habe ich auch ein paar Beispiele dabei und nicht zuletzt natürlich auch, ist jetzt ein guter Zeitpunkt überhaupt zum Investieren? Das ist ja immer ganz wichtig. Ja? Das Investment soll ja möglichst mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis starten und Timing ist da alles. Das weiß, glaube ich, jeder Anleger, aber auch hier nochmals von mir erwähnen. Sie sehen, wir sind im Bergbau also ganz nah. Ich habe extra auch ein paar ältere Bilder von mir rausgesucht, dass Sie sehen, ich bin also schon ein paar Jahre auch auf den Projekten vor Ort. In Australien, in Kanada, in Malaysia und ja, hier sogar noch in der Türkei mit der ganzen Familie. Also unsere Familie interessiert sich so sehr für den Bergbau, dass dann auch die ganze Familie mal mit auf ein Projekt fliegt. Wichtig für Sie, wir wissen, von was wir reden, auch wenn ich kein Geologe bin und kein Mineningenieur. Ich bin Finanzexperte, ich bin ausgebildeter Bankfachwirt. Bin allerdings schon seit über 30 Jahren selbstständig. Aber wenn man so oft und mit so vielen unterschiedlichen Firmen in Kontakt kommt wie ich, dann weiß man schon, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Für was stehen wir? Für eine langjährige Erfahrung in globalen Aktienmärkten. Das muss man auch natürlich im Rohstoffsektor. Die globalen Entwicklungen sind ja genauso wichtig wie ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen. Was global passiert, sollte man natürlich auch nicht aus den Augen lassen. Wir haben eine einmalige Expertise im Bergbausektor. Das habe ich Ihnen ja gesagt. Ich habe mein erstes Investment getätigt in einer kleinen Gesellschaft. Da war ich vielleicht 23, 25, also schon 30 Jahre her. Das war gleich ein Tenbagger, also eine Kursverzehnfachung. Da fühlt man sich dann wohl und gut als junger Mensch. Aber ich musste auch lernen, dass es eine Volatilität gibt und natürlich auch Pleiten, wenn die Metallwellen auf und wieder abgehen. Wir bieten auch einen sehr transparenten Dialog mit dieser Minenindustrie. Wir haben ja auf unserem Stand auch heute 5 Unternehmensvertreter da. Wer sehr gut Englisch sprechen kann oder auch wenigstens ein bisschen, der kann auch natürlich in der Muttersprache sich mit den CEOs, mit den Geschäftsführern selbst persönlich unterhalten. Wir machen also wirklich auch diese Unternehmen transparent. Auf unseren ganzen Social Media Aktivitäten bieten wir Informationen auf Deutsch. Auch unsere Investorenbroschüre, Stocks to Perform, sehe ich gerade, haben schon einige Investoren auch erhalten und da können Sie sich informieren. Ich denke, wir sind sehr, sehr gut im Stockpicking. Was heißt Stockpicking?
Man muss Aktien finden, auch Einzelaktien, wenn man eine Outperformance haben möchte. Man kann natürlich Indizes kaufen oder Fonds, aber den Kurs verzehnfachen, das schaffen Sie nur mit einer Aktie, die einfach von der Entwicklung dieses Potenzial A bietet, Sie es dann finden und C dann auch die Gesellschaft liefert und Sie so lange auch investiert bleiben. Das ist das nächste Thema noch. Aber das haben wir, das können wir. Und das Schöne ist, wir sitzen im selben Aktionärsboot wie Sie. Ich habe ja eingangs gesagt, seit 35 Jahren investiere ich in Rohstoffaktien. Das heißt, bei nicht allen, aber sehr vielen Unternehmen, wo wir auf unserem Stand oder auch in der Broschüre quasi berichten, da sind wir auch selbst Aktionär, muss ich auch offenlegen, nach MiFID II, sage ich nachher noch was dazu. Aber für Sie ganz wichtig, wir sind reell, wir sind transparent, aber wir sind im selben Boot wie Sie. Und wenn wir Geld verdienen, dann haben Sie auch Geld verdient, wenn Sie Aktionär sind. Ich habe Ihnen einfach mal einen Chart rausgesucht, hat ein bisschen Zeit gekostet. Ich wollte mal wissen, wie viele solche VX-Fahrer haben wir eigentlich schon gehabt in unserer Laufbahn, in der Zeit, wo wir quasi dieses Geschäft machen. Und ich musste dann schon feststellen, ja, so zwischen 2006 und 2020, 2022 sind da doch einige Firmen zusammengekommen. Und das Wichtige ist ja, wir reden hier schon ein bisschen von Venture-Kapital. Und diese Unternehmen können Sie ja nur auch für X machen, wenn Sie einen großen Fund machen, wenn Sie ein lukratives Projekt haben, wo vielleicht eine größere Gesellschaft kaufen möchte oder die ganze Firma gleich übernimmt. Und das alles haben wir hier erlebt. Die Kurse haben sich also wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Heißt nicht, dass auch wir immer ganz unten kaufen und ganz oben dann verkaufen. Das gelingt, glaube ich, keinem, auch mir nicht. Und wir zeigen hier nur auf, was wäre möglich gewesen, wenn Sie optimal investiert hätten. Aber Sie sehen schon, also 1.000, 2.000%, 3.000% sind schon Aussagen und teilweise schon Wahnsinn. Also eine De Grey, hier die vierte Position, die haben in einem Jahr ihren Kurs von 5 Cent auf 1,50 Dollar, 1,60 Dollar gehievt. Warum? Die haben in Australien 9 Millionen Unzen gefunden. Solche Funde macht man nicht alle Tage, auch nicht jedes Jahr. Und die Investoren, die sind dann halt auch dabei, wenn es darum geht, solche sogenannte Discoveries zu machen. Und am Anfang war die Firma mit 30 Millionen bewertet. Dann haben sie 30 Millionen Kapital aufgenommen, haben dieses Kapital investiert in Bohrungen in den Boden, haben dann unten gefunden und irgendwann war es dann 100 Millionen Marktkapitalisierung und dann war es eine Milliarde. Also das ist alles möglich im Minenbusiness. Klingt jetzt ein bisschen unseriös, nein, ist es nicht, weil diese Firmen halt auch wirklich dann entsprechend geliefert haben. Der jüngste große Erfolg war eigentlich der ganz untere. Wer 2019 schon auf diesem Vortrag von mir war, hat gemerkt, was wir so empfehlen. 2019 haben wir empfohlen Lithium-Aktien, Uran-Aktien. Warum? Kein Mensch hat sich für diese Branchen interessiert. Die Kurse waren am Boden. Die Investoren haben sich nicht dafür interessiert. Das ist etwas, was ich mag. Ich bin ein sogenannter Contrarian Investor. Ich kaufe das, was die Masse nicht möchte, in der Hoffnung, dass es dann quasi mal in die andere Richtung geht. Und zwar klar, diese E-Mobilität wird kommen. Ich selbst fahre übrigens auch schon ein Elektrofahrzeug. Brand ist unwichtig. Aber mir war klar, das wird eine Branche werden, wo viel Lithium nachgefragt wird. Und das haben wir dann gesehen. Dieses Unternehmen hat Lithium gefunden. Und zwar in einem Projekt in Simbabwe in Afrika. Dieses Projekt wurde weiterentwickelt, hat eine gewisse Größe erreicht. Die Chinesen haben das gekauft für 370 Millionen US-Dollar. Die Gesellschaft hat dann fast 90% dieser Einnahmen dann ausgeschüttet und die Aktionäre hatten dann halt auch eine Verzehnfachungschance. So, also das nur so als Beispiel. Aber jetzt, ich habe Ihnen gesagt, wir sind transparent und ehrlich und offen. Es gibt natürlich auch Pleiten und die musste auch ich erleben. Sie sehen hier mich quasi in Kanada bei Harte Gold, ein Produzent, da kam das Gold schon aus dem Boden, das sind sogenannte Rütteltische, ja. Da wird das Gold rausgesiebt und das Gold wurde schon gegossen in einen Barren. Ich war bei der Mineneröffnung, das war also die Mineneröffnung hier, da war so eine Zeremonie, da war natürlich auch der Minister da, ein großer Aufruf. Die Firma war sehr gut auf dem Weg, was ist aber passiert? Am Ende ist nicht schnell genug das Erz aus der Mine gekommen.
Die Gesellschaft hat dann auch Verluste gemacht. Im Winter war es dann sehr kalt. Die Pipelines sind eingefroren. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Firma wurde aufgrund ihrer Schulden und der nicht genügenden Einnahmen aus der Goldproduktion, sind die dann pleite gegangen. Das gibt es auch. Mit dem muss auch ich leben. Ich will Ihnen das nicht vorenthalten, wenn man vor 10 oder vor 20-facher in seinem Investment einbuchen kann, dann hat man auch einmal einen Fehlgriff. So, jetzt zum nächsten Thema. Was ist eigentlich wichtig, auf was Sie achten sollten? Was möchte ich als Anleger mit so viel Erfahrung an Sie weitergeben? Erstens, kaufen Sie keine ETFs. Ich glaube, Sie müssen heute mehr denn je Eigeninitiative an den Tag legen. Sie müssen selber Stockpicking machen, Sie müssen selber Aktien finden und die Finanzen selber in die Hand nehmen. Ich finde es gut, dass auch mehr Frauen mittlerweile hier in den Rängen sitzen, aber die Frauenquote müssen wir auch beim Anlegen, beim Sparen, beim Vermögensaufbau gewinnen. Und ich kann Sie nur ermutigen, machen Sie sich einfach auch ein bisschen frei von den Bankstrukturen, informieren Sie sich unabhängig und entscheiden Sie selbst, wo Sie investieren. Kaufen Sie keine Zertifikate. Warum? Ich glaube, wir werden eine sehr turbulente Finanzwelt noch erleben. Vielleicht ist unser Finanzsystem so am Seidenfaden wie noch nie. Und deswegen, es wird Pleiten geben, es wird auch Pleiten vielleicht in den Finanzhäusern geben. Und wer weiß, ob ein Emittent von einem Zertifikat vielleicht sogar auch mal insolvent geht. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, mache ich persönlich nicht. Ich möchte Sie nur ein bisschen dran wachrütteln. Wir haben sehr, sehr bewegte Zeiten. Und da wäre ich äußerst vorsichtig. Ich habe ja gesagt, Einzelaktien, Eigeninvestment, Stockpicking, Zugang zum CEO. Ich habe immer gesagt, lieber verdiene ich oder verliere ich Geld mit jemandem, den ich persönlich kenne, als durch irgendeinen Manager, an den ich nicht persönlich rankomme, der nur seine Taschen mit Managementgehältern füllt. Ist mir lieber, ich kenne das Management, wenn es mal nicht so läuft. Also den Zugang zu diesem Unternehmensvertretern, das haben wir, das machen wir, das bieten wir und ich finde es einfach für mich persönlich einen riesigen Vorteil. Aber um ein höheres Chancenrisiko für sich zu entwickeln, geht man schon auch höhere Risiken ein. Das ist ja klar, habe ich ja auch eingangs jetzt aufgezeigt. Man kann nicht davon ausgehen, man kriegt Top-Performance, ohne dass man ein hohes Risiko eingeht. Die Zeiten sind auch vorbei. Jetzt gehen zwar die Zinsen wieder etwas nach oben, aber trotzdem, die Inflation ist ja immer noch deutlich höher als die Realverzinsung, ist negativ. Sie verdienen immer noch kein Geld. Sie müssen Risiken eingehen, so leid es mir tut. Aber die Zeiten, wo ich noch bei der Bank war, wo man risikolos 5-6% einverleihen konnte als Anleger ohne hohe Inflation, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube auch nicht, dass das relativ schnell wieder sich normalisieren wird. Kalkulieren Sie ein, Inflation ist ein Thema, was uns begleiten wird die nächsten Jahre. Ja, wie kann man sich eigentlich absichern so gegen diese Turbulenzen durch diese schwachen Papierwährungen? Geht nur mit physischem Gold und Silber. Auch wir machen das für uns. Wir sind ja selbstständig. Wir müssen unsere Altersvorsorge selbst betreiben. Aber Gold und Silber sind ganz wichtige Bestandteile, die wir für uns als wichtig erachten. Und nur so können Sie sich absichern. 2017 habe extra nochmal nachgeschaut, haben auch nochmal Gold und Silber gekauft. Auf Euro-Basis hat Gold 50% Kurszuwachs. 5 Jahre 50% auf Euro-Basis Gold, 10% pro Jahr. Das ist eine extrem gute Rendite. Das sollten Sie einfach beachten. Und Sie können sich nur mit Edelmetallen schützen, am besten aber mit physischen Edelmetallen. Haben Sie kein Schuldenrisiko. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich glaube, Inflation und Steuern knabbern an unserem Vermögen. Und das fängt jetzt erst an. Das heißt, wenn Sie Ihr Vermögen erhalten wollen, dann müssen Sie schlichtweg Geld verdienen. Und zwar Sie selbst, jeder persönlich. Und ich glaube, Sie müssen mehr verdienen, weil es wird unser Staat oder unsere Inflation oder auch unser aufgeblähtes Papiersystem sehr viel Vermögen von uns knabbern wollen und auch holen. Gehen Sie einfach davon aus, ohne gute Rendite werden Sie Vermögen eher verlieren. Sie müssen was tun. Seien Sie einfach darauf vorbereitet. Ich glaube, wir haben die Lösung. Ja, die Frage war ja eingangs, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Rohstoffaktien zu investieren? Wir sagen ja, aber wir zeigen auch, warum. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel einen Chart von mehreren Quellen,
Die Incrementum kennt vielleicht jemand, Roland Stöfferle oder auch den Thorsten Denin. Das ist ein sehr, sehr guter Chart, der von den Kollegen ausgearbeitet wurde und zeigt, wo wir heute stehen in den Themen Rohstoffe und allgemein Aktienwerte. Also wir haben hier das Verhältnis zwischen den Rohstoffwerten und dem Standard Poor's 500, das ist der große US-Index. Und da sehen Sie, wir sind eigentlich so günstig wie in der letzten größeren Finanzkrise. Und da reden wir nicht von 2008, sondern von der Dotcom-Bubble-Krise. Da waren vielleicht auch ein paar Anleger von Ihnen dabei. Da haben ja auch sehr viele Anleger Geld verloren. Es war ein Crash bei den technologischen Aktien, speziell auch hier in Europa. Aber im Verhältnis sind die Aktien so billig wie damals, sprich die Rohstoffaktien und die Rohstoffpreise. Die Frage ist ja, ich habe vorhin gesagt, vor 3 Jahren haben wir gesagt, Lithium und Uran ist eher was, was man kaufen sollte. Heute glauben wir, es sind die Edelmetallaktien. Warum? Die Edelmetallpreise sind nicht am Top. Im Gegenteil, die haben sehr stark korrigiert, speziell auf US-Dollar-Basis. Und wir glauben, diese Aktien, die gerade sehr stark gemieden werden, die werden wieder ihre Renaissance erleben. Also Goldaktien glauben wir auf jeden Fall. Aber logischerweise, eine Aktie ist immer volatiler als das Edelmetall selbst. Und genau auch bei den Kleingesellschaften sind also 10% Schwankungen keine Seltenheit. Wenn Sie 100% Chancen haben, müssen Sie auch eine höhere Schwankung einkalkulieren. Trotzdem ist die Chance halt da, überproportional als Investor Geld zu verdienen. Und deswegen glauben wir, ist es auch enorm gut und der Hebel auch gerechtfertigt, dass wenn das Gold steigt, dann auch die Goldaktien wieder nach oben gehen. Wir haben hier noch einen anderen Chart, der eigentlich das gleiche aussagt. Der S&P, also der US-Index, ist eigentlich zu teuer im Vergleich zu den Goldaktien und sagt die gleiche Aussage, Goldaktien sind momentan billig. Sie müssen auch wissen, die großen Produzenten wie Barrick Gold, die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht, die haben ihre Bilanzen wieder neutralisiert, die haben ihre Schulden reduziert, die zahlen mittlerweile auch wieder Dividenden. Das war ja jahrzehntelang gar nicht so der Fall. Das hat sich alles zum Positiven entwickelt. Der Bergbau ist eigentlich auf einem wesentlich besseren Weg als vielleicht bei den Investoren bisher angekommen. Und ich kann Ihnen nur Mut machen, schauen Sie sich da auch mal vielleicht die ein oder andere größere Gesellschaft an. Die kriegen es ja auch zum Ausverkaufspreis. Die Charts mal bitte studieren. Also die sind genauso günstig wie auch die Kleingesellschaften. Dieser Chart zeigt schlichtweg aus, dass die Goldminengesellschaften extrem günstig sind und wie gesagt, die Chance, die wir hier sehen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass wir selbst in diese Unternehmen, über die ich jetzt sprechen werde, investieren und wir nach der MiFID II-Regularien auch verpflichtet sind, sogenannte Interessenkonflikte offenzulegen. Wir haben 2 Interessenkonflikte. Der erste ist, wir investieren selber in die Firmen und reden über die Firmen. Der zweite Interessenkonflikt ist, wir haben eine andere Gesellschaft, Axinum Media, wo wir diese Vermarktung machen. Wir haben ja diese Unternehmen auf dieser Messe, das organisieren wir für die Unternehmen. Wir haben ein Investorenportal, axinocapital.de. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo mein Kollege CEO-Interviews macht. Alles für Sie kostenlos. Warum? Weil die Unternehmen uns für diese PR-Arbeit bezahlen. Jetzt habe ich eigentlich der Rechtsprechung Pflicht getan. Es gibt natürlich auch einen Disclaimer. Was sagt der Disclaimer? Das brauchen Sie jetzt nicht nachlesen, aber kurz zusammengefasst. Alles, was ich heute sage, ist keine Anlageempfehlung, können Sie nicht gegen mich verwenden. Und Sie müssen Ihre eigene sogenannte Due Diligence machen, Ihre eigene Recherche. Ich biete Ihnen einfach die Information, aber wir sind auch verpflichtet, diese Disclaimer hochzulegen. Manche haben vielleicht dieses Investorenmagazin schon bekommen. Wir haben, glaube ich, noch auf unserem Stand das eine oder andere Exemplar. Da könnt ihr mal reinschauen. Sie können unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wir sind natürlich auch auf Social Media, Twitter und auch Instagram. Abonnieren, informieren. Ist übrigens auch da oben leider verschoben, weil die Auflösung nicht ganz stimmt. Müsste eigentlich einseitig sein. Also wir sagen, erst informieren, dann investieren. Ich habe Ihnen da kurz mal eine kleine Übersicht gemacht von den 3 Segmenten, die wir hier ein bisschen eingeteilt haben in unserer Broschüre. Wir haben in der Mitte die sogenannten Edelmetallunternehmen, also Gold- und Silberfirmen.
Wir haben dann hier unten die Mobilitätsfirmen. Das sind dann Uran, Lithium, Kupfer, Mangan oder auch noch seltene Erden, die man für die Chipindustrie braucht. Und alles andere, was wir nicht reinpacken konnten in die zwei Kategorien, haben wir dann in die Spezialbranchen reingenommen. Da haben wir mit ANX einen Öl- und Gas- und Wasserstoffproduzenten, einen Diamantenproduzenten, einen Trapezhersteller, einen Bitcoin-Miner. Da sind alle anderen Gesellschaften drin. Und diese Firmen, die stellen wir, wie gesagt, in diesem Magazin vor. Das sind also, wie gesagt, die drei nochmal, die ganzen Firmen ein bisschen aufgezeigt, dass Sie da nochmal das sehen. Und jetzt rede ich über fünf Unternehmen, die ich extra für Sie herausgegriffen habe und wo wir auch diese Unternehmensvertreter bei uns auf dem Stand haben. Die erste Gesellschaft ist ein australisches Unternehmen, ADX Energy. Das Interessante ist aber, die Unternehmung hat ihre Projekte in Österreich und auch in Italien. Ich war im Sommer auf dem Projekt in Österreich, das ist also so eine Autostunde nördlich von Wien. Wir haben uns die Ölproduktion angeschaut. Dort wird Öl produziert, die produzieren auch Gas, die beliefern auch Haushalte privat schon mit Gas. Der Vorteil ist, diese Kommunen müssen keine Sorge haben, ob jetzt wir noch unser Gas einsammeln oder nicht. Aber Sie sehen, wir müssen wieder umdenken. Dieses Unternehmen hat diese Ressourcen gekauft, sehr günstig. Von der RAG in Österreich betreibt jetzt diese Anlagen sehr erfolgreich, hat schon ersten Cashflow und das, wie gesagt, auf zwei Feldern, dem Wiener Becken, wie man so schön sagt, und in Oberösterreich. Aber das Schöne ist, mit diesen regelmäßig konstanten Einnahmen möchte die Gesellschaft expandieren, und zwar in diese regenerativen Energien. Und das Ziel ist, am Ende des Tages quasi Solarstrom und auch Windkraftenergie in Wasserstoff umzuwandeln, diesen Wasserstoff einzulagern in die Gasreservoire, um dann als Speicher zu funktionieren, um dann, wenn kein Wind bläst oder keine Sonne scheint, diesen Wasserstoff für die Stromgewinnung wieder herauszuholen aus dem Gasreservoir, um dann Strom zu produzieren, wenn, wie gesagt, die erneuerbaren Energien eigentlich nichts liefern. Das wäre dann ein richtig guter Coup. Ein toller Erfolg. Warum? Dann wären eigentlich die erneuerbaren Energien, die Strom liefern, eine grundlastfähige Lösung, was wir dringend brauchen, weil wenn morgens alle aufstehen und alle Kaffee machen, dann brauchen wir alle die Energie. Das heißt, wir brauchen Energie, die auch ständig verfügbar ist. Und das wäre dann möglich, dass diese erneuerbaren Energien grundlastfähig werden. Das ist also ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell. Das läuft momentan an. Da gibt es auch schon Partnerschaften, wo dieses Projekt entwickelt wird. Und das geht nur, weil ADX auch das Know-how hat aus dem Öl- und Gas-Business. Aber Sie sehen, traditionelles Geschäft mit Zukunftsgeschäft lässt sich hier sehr, sehr gut vereinbaren. Und das ist eigentlich auch die Geschäftsstrategie. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir ein Unternehmen haben in Österreich, in Europa, Zentraleuropa, wo unsere Energiekrise doch ein wenig gegensteuern kann, wo Lösungen da sind. Wir müssen uns wieder quasi lösen von dieser Strategie. Wir kaufen überall alles billig, sind dann am Ende aber von überall auch abhängig. Wir kriegen riesige Probleme. Das wissen wir, ist uns bewusst. ADX hat hier Lösungen, die genau diesem Problem entgegensteuern. Übrigens, hier unten sehen Sie nochmal unser Portal axinocapital.de. Für jedes Unternehmen haben wir diese Informationen, die Sie auch sich selbst nochmal zu Gemüte führen können, einlesen. Und hier / ADX finden Sie dann die Information. Ja, der Chairman sind ja Australier und Österreicher. Die Gesellschaft ist also in Australien börsennotiert und auch in Frankfurt. Alle Unternehmen, die wir vertreten, können Sie auch in Frankfurt oder auf Tradegate kaufen. Aber er sagt halt, wir werden unser Öl- und Gasgeschäft und den Cashflow langfristig in kohlenstoffarme Energieanlagen investieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr smart. Und der Wert von beiden Anlageklassen steigern. Ich finde es ein tolles Geschäftsmodell und Sie wollen dann den Beitrag leisten, was ich gerade erklärt habe, dass unser Planet halt auch etwas säuber wird. Und wichtig ist, die aktuelle Gasexploration in Österreich läuft auch an. Sie können sich vorstellen, bei der Gesellschaft klopft natürlich auch die Industrie an. Also Industrieunternehmen sind jetzt auch natürlich hellwach und sagen, Mensch, ich muss mich selber um die Gaslieferung kümmern, wo kann ich das bekommen? Und da gibt es Möglichkeiten, dass die Industrie schon direkt Interesse bekommt.
Das zweite Unternehmen ist ein Gold- und Lithium-Explorer im Kongo. Und zwar der Klaus Eckhoff, der vielleicht dem ein oder anderen Anleger hier bekannt ist. Der hat schon 20 Millionen unten gefunden in der Republik Kongo. Und ja, die Mine war dann so groß, dass dann Randgold das Unternehmen übernommen hat. Da waren wir auch von Anfang an dabei bei 20 Cent. Die Aktie ging auf 2 Dollar, dann auf 8 Dollar. Dann kam die Finanzkrise, hat sie wieder bei 50 Cent. Am Ende hat dann Randgold das Unternehmen für 5 Dollar gekauft. Eigentlich hat fast jeder Anleger, glaube ich, da Geld verdient. Und heute ist diese Mine ein Teil von Barrick Gold und mit einer der ergiebigsten Minen. Der Klaus Eckhoff hat jetzt wieder einen neuen Deal mit der Regierung selbst ausgehandelt. Er hat eine neue Gesellschaft, AJN Resources. Dort wird er 21 Gold-Explorationslizenzen reinbringen und eine sehr vielversprechende Lithium-Explorationslizenz. Und da glauben wir, wird es eine riesige Chance geben für Anleger. Und das sollten Sie sich nochmal anschauen. Jetzt muss ich ein bisschen schneller sein, weil der Kollege hat mir schon ein Zeichen gegeben, dass die Zeit rennt. Jetzt kommen wir zu einer Firma, die hat mit Mining nur bedingt was zu tun, weil die macht Krypto-Mining, die produziert quasi Bitcoins. Und zwar die Firma Hive Technologies oder Hive Blockchain Technologies, richtigerweise ist der Betreiber von sogenannten Datacentern für die steigende Nachfrage für digitale Anlageklassen. Ich persönlich war im September auf dem Projekt, und zwar hier in Schweden, in Boden, so heißt der kleine Ort. Sie sehen mich hier mit dem Frank Holmes in diesen Datensendern. Da sind also Tausende von Computern, machen riesig viel Lärm, machen riesig viel Hitze. Da gibt es eine große Abwärme und diese Abwärme wird aber auch genutzt. Und zwar in einer Art Zweitverwertung. Es gibt hier quasi Gewächshäuser, die beheizt werden in der Zukunft oder auch Poolhersteller oder auch ein Hockeystadion. Das heißt, die ganze Energie, die eingekauft wird für die Produktion dieser digitalen Anlageklassen, die wird zweitverwertet und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes ESG-Siegel, was ja heute wichtig ist. Viele meinen immer, die Kryptominer, die brauchen viel Energie. Das stimmt, aber diese Energie bei Hive kommt ausschließlich von regenerativer Energie. Gerade jetzt hier im Boden, da gibt es von Vattenfall, vielleicht so 3 Kilometer entfernt, einen Staudamm, da wird quasi Hydrodamm-Energie generiert. Und deswegen betreibt Hive alle 3 Standorte mit quasi sauberem Strom. Und die Zweitverwertung ist das Geschäftsmodell, was jetzt noch quasi angehängt wird. Deswegen sagt Frank Holmes natürlich ganz klar, wir sind hier ein Frontrunner, wir sind die ersten Kryptominer gewesen, die sich 100% auf grüne Energie fokussiert haben. Sie sind auch die ersten gewesen, die an die Börse gegangen sind. Die haben letztes Jahr 200 Millionen Einnahmen generiert bei 80 Millionen Gewinn. Das ist schon sehr beachtlich. Die haben früher auch Ethereum produziert, das wurde jetzt umgestellt, das wird sich jetzt ein bisschen reduzieren. Aber in den nächsten 2 Quartalen werden die mehr Bitcoin produzieren. Die wollen von einer Tagesproduktion von 10 Bitcoin auf 14 quasi die Produktion steigern wollen. Das Schöne ist aber auch, die halten selbst über 3000 Bitcoins im Eigenbestand, das sind 60 Millionen Dollar. Das heißt, eine Hive hat auch einen großen Hebel, wenn es darum geht, dass der Bitcoin wieder steigt. Wir kommen jetzt zu einem Explorer in Australien. Da haben wir auch den CEO hier. Er sitzt ganz hinten, ich kann ihn erkennen. Luke Reiner. Es ist ein Explorer für Gold und Lithium in Australien. Australien ist natürlich ein Bergbauland, dort wird Bergbau betrieben. Und der Luke ist natürlich hier auch ein absoluter Kenner der Szene. Er fokussiert sich auf 2 Regionen. Einmal Victoria, das ist mehr im Westen von Australien. Dort gibt es nämlich eine sehr, sehr ergiebige Mine, die Fosterville-Mine. Und ich würde sagen, das ist vielleicht sogar die beste auf dem ganzen Planeten. Dort gibt es weitere Vorkommen, die wollen sie gewinnen, die wollen sie finden. Er macht Exploration für solche großen Funde, deswegen sehr viele Chancen. Er hat aber auch ein Projekt im Westen, wo er schon 1,6 Millionen Unzen gefunden hat. Da gibt es ein Ressourcen-Update. Und er hat auch ein Lithium-Projekt oder mehrere, wo er einen sehr, sehr starken Partner hat. SQM sind Chilenen, der zweitgrößte Lithium-Produzent auf unserem Planeten. Das sind die Partner, die finanzieren auch die Projekte. Ein smartes Geschäftsmodell. Er hat sicherlich sehr viel Chance, an Exploration zu unternehmen. Also Sie können mit ihm nachher auch sprechen. Er ist auch bei uns aufgestanden. Wir kommen zum letzten Unternehmen, ein angehender Goldproduzent, Soloro Gold. Da geht es um
Gold, wie gesagt, um Produktion und zwar sehr zeitnah, schon 2023, Ende nächsten Jahres, also in 12 Monaten, möchte man auf dem Cerro Caliche-Projekt eine Haufenlagerungsanlage errichten. Und das scheint auch vielleicht zu gelingen. Natürlich sind noch ein paar Meilensteine bis dorthin zu erfüllen. Zum einen wird jetzt als nächstes die Goldreserve neu berechnet. Man hat in 2022 nochmal sehr viel gebohrt, sehr erfolgreich, sehr hochgradige Bohrergebnisse auch geliefert. Aber die werden jetzt quasi in Studien nochmals überarbeitet. Wir erwarten zum Jahresende eine neue Studienberechnung, wo dokumentiert wird, wie viel unten im Boden gefunden wird oder wurde, wie viel Minenleben daraus entstehen kann. Dann gibt es noch eine Projektfinanzierung, die vielleicht ins erste Quartal reingeht. Die Minenlizenz muss noch her. Da hat man aber schon die Umweltstudien eingereicht. Und wenn alles klappt, dann gibt es einen nächsten Goldproduzenten, den wir sehr, sehr gut kennen, auch das Management seit über 30 Jahren. Hier sehen Sie, die Analysten gehen davon aus, dass die Kurse da durchaus mal 50 Cent sehen können. Aktuell sind wir dabei 10 Cent. Jetzt habe ich noch ein Thema, das ist mir ganz wichtig. Ich muss trotzdem schneller reden vielleicht. Machtverschiebung. Es ist extrem, was momentan durch die Presse sickert und vielleicht die breite Masse nicht wahrnimmt. Aber es ist offensichtlich, der Osten kämpft gegen den Westen oder die G7-Staaten gegen die BRICS. Die BRICS sind Brasilien, Russland, China und die Südafrikaner. Es zeichnet sich hier ganz klar eine ganz große Trendwende ab. Die Länder wollen sich eher vom US-Dollar abkoppeln. Die Amerikaner, das wissen Sie ja, mit Europa sehr verbandelt, auch über die NATO. Auch zum Thema Krieg könnte man sich hier nochmal auslassen. Aber es trennt sich hier ganz stark eigentlich der Osten vom Westen. Und ich glaube, wir sind zurück im Kalten Krieg, wenn man so die alte Bezeichnung aufgreifen kann. Aber viel wichtiger ist eigentlich, es wirkt sich auch auf diesen Goldhandel vermutlich aus. Man hat ja Russland ausgeschlossen von London und die müssen zwangsläufig jetzt sich eine neue Lösung schaffen, wo sie quasi auch ihre Metalle verkaufen können. Sie müssen davon ausgehen, dass es neue Handelsplätze gibt, dass die Russen und die Chinesen vielleicht noch mehr Goldreserven haben wie die Amerikaner, dass die Russen ihren eigenen Goldstandard einberufen und so auch das Kapital global, weltweit sich verändern wird in den Strömungen. Das wird sich auf uns auch auswirken. Das wird sich auf Währungen auswirken. Da wird sich sehr, sehr viel tun. Vielleicht gibt es auch einen, der sagt, ich habe jetzt meine Währung wieder mit Gold gedeckt. Zurück zum Goldstandard will ich nicht ausschließen. Also ist alles möglich und gehen Sie davon aus, es gibt hier vielleicht eine Wachablösung für die Weltmachtstellung. Der Amerikaner hat uns jahrzehntelang diktiert, was wir zu tun haben. Die Ersten wollen schon ihre Ölgeschäfte nicht mehr in Dollar handeln. Das wird kommen, das wird sich verändern. Europa sitzt irgendwo in der Mitte, weiß nicht so richtig, was sie tun soll. Wir haben leider Gottes Politiker, die nicht in unserem Interesse handeln. Die sind fremdgesteuert, mit dem müssen wir leben. Aber planen Sie ein, Währungen werden sich verändern. Währungsturbulenzen gibt es heute schon. Schauen Sie nur das britische Pfund an. Das kann alle treffen. Es geht richtig turbulent zur Sache. Deswegen sind wir wieder beim Gold. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen Sie auf unseren Stand. Ich freue mich recht herzlich für Ihre Teilnahme, für Ihre Zuhören. Wie gesagt, diese Unternehmensvertreter haben wir auf dem Stand. Gehen Sie in den Dialog. Wenn die englische Sprache ein Problem sein sollte, wir können unterstützen. Wir können natürlich Deutsch und Englisch. Und wir helfen Ihnen sehr, sehr gerne beim Dialog mit den Unternehmen. Ich bedanke mich recht herzlich. So erreichen Sie mich auf E-Mail oder auch per Telefon. Herzlichen Dank, alles Gute, viel Erfolg bei Ihren Investments und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder und jeder hat mit Goldaktien ein bisschen mehr Geld verdient. Applaus